Hallo meine Lieben, heute geht es mit dem Wassermann weiter. Sternzeichen Wassermann gehört zu Luftzeichen, deswegen werde ich das auch später mit blauen Farben ausmalen. Und wie immer fangen wir zuerst mit der Komposition an und wie groß sollte das Bild sein. Sie können das selber entscheiden, quadratisch, bisschen länglich oder vielleicht haben Sie Postkartenformat ausgesucht. Das ist wirklich eure Entscheidung. Was ist für uns wichtig, dass wir, wenn wir an die Komposition denken, dass das Bild ziemlich so mittig dargestellt ist und nicht, dass zu sehr zu einer oder zu anderer Seite geschoben ist. Naja, das ist das ist Geschmackssache, so mehr oder weniger. Wichtig ist das, was die Komposition betrifft. Unten haben wir immer ein bisschen mehr Platz als oben, sonst ist das wirkt das Bild so ein bisschen eingeengt. Bei den Sternzeichen Wassermann, das ist das typische Bild, was man so sieht, was man so bekommt. Es ist ein Mann, der mit dem Krug Wasser rausfließt, oder es könnte eine Frau sein. Und ich habe gesagt, damit wir das so ein bisschen einfacher gestalten, nehmen wir einfach nur eine schöne Vase und aus dieser Vase kommt das Wasser. Ein Element von Wassermann ist das praktisch zwei Wellen. Zwei Wellen werde ich dann oben rechts sitzen. Das sind so wirklich so eine Welle. Und da drunten ist noch die zweite Welle. Und ich mache das bei dem Krug heute so ein bisschen spontan. Ja, ich mache nicht so viele Linien. Das könnte man nur sagen, hier kommt der Krug. Man kann das natürlich so sagen, okay, hier fließt das dann Wasser. Wie groß würde ich das machen? Naja, ungefähr. Ich mache dann vielleicht so ein Gefäß. Aber mal gucken, wie die Farbe fließt. Es könnte sich noch verändern. Wenn er so sagt, okay, ungefähr so, Element, den Krug, hier fließt das Wasser, dann könnte man schon mit der Dusche oder mit Acrylfarbe die Konturen machen. Wenn er diese flüssige Acrylfarbe nimmt, muss man die schütteln und dann ganz gut schütteln, aufmachen und dann mit Pipette dann Ganze einmalen. Aber bevor ich diese Muster mache, zeichne ich erstmal die Wasserzeichen-Element, weil wir fangen immer von oben nach unten, weil wenn ich jetzt hier male, könnte sein, dass ich dann mit Hand da gehe und das Ganze verschmiere. Deswegen nehme ich einen Tropfen von dieser Farbe auf meine Palette. Ich nehme dünnere Pinsel. Ich verwende für Zeichnung die Pinsel Nummer 1 und wenn wir dann ausmalen 6, weil so mit dünnen Pinsel kann ich gezielter verschiedene Sachen machen. Und die Pinsel sollte voll mit Farbe sein und dann gehe ich, das ist so wie Welle. Wir sind im Bereich Grafik und deswegen ist es schon interessanter, wenn wir die Linie ein bisschen schwungvoll machen, dass es nicht so die gleich dünne Linie ist, sondern es könnte hier so dünn anfangen, dann in die Mitte ein bisschen dicker sein und dann wieder ein bisschen dünner und dann hier auch wieder ein bisschen dicker. Es ist dann ästhetischer, ja. Und wie machen wir das? Wenn wir ohne Druck arbeiten, dann ist die Linie dünn. Und wenn wir dann so ein bisschen Druck ausüben, dann wird es dicker. Und dann sollten wir den Druck loslassen und dann wieder ein bisschen drucken und dann wieder loslassen, ja? Und so habt ihr schwungvolle Linie. So, wenn man will, könnte man die noch nachmalen, noch verbessern. So, die Enden vielleicht ein bisschen nach oben schieben, ja? Aber das ist auch wiederum Geschmackssache. Und ihr solltet euch keine Gedanken machen, oh, das ist jetzt eine, ist ein bisschen schwungvoller als andere. Wichtig ist, dass wir zwei Wellen haben. Dann nehmen wir unsere Farbe und ich habe das ungefähr angedeutet, wo der Krug kommt. Und jetzt mache ich wirklich so nur ein paar Klecksen hier, da und hier so. Mehr nicht. Oben mache ich nicht, dann würde ich gucken, wie die Farbe fließt, wie groß wird mein Krug und so weiter. Und mit einem Strohhalm puste ich die Farbe in die Richtung nach oben links. Und jetzt von unten nach oben oder erstmal noch so. Und jetzt von unten nach oben puste ich dann ohne Strohhalm, weil da entstehen die Linien, die werden ein bisschen schmaler, ein bisschen dünner. So, dann wird ziemlich großer Krug sein. Ich puste einmal noch von dieser Seite nach unten. Ja.
Zu Hause könnt ihr das Bild drehen. So, das ist schöne dünne Linien. Und hier puste ich auch nochmal. So. Und ab und zu kann ich nicht aufhören mit Pusten. Hier wollte ich auch nochmal. Muss jetzt. Ja, sehr schön. Und so haben wir eine ungeordnete Struktur. Und dann könnte man sehen, okay, was könnte für Gefäß aus diesem Muster entstehen? Mit viel Fantasie könnte man sagen, okay, ich mache hier nur ein bisschen eine Ecke weiter. Das ist diese Eröffnung, wo Wasser rauskommt. Weil wir sollten nicht vergessen, das sollte auch aus unserem Gefäß noch Wasser kommen. So, Ende. Und hier habe ich diese abrundende Form, die mache ich hier auch. Ja, alles muss nicht so perfekt gezeichnet werden. Es geht um diese ästhetische, grafische Darstellung, wo man sagt, ich kann den Krug erkennen, aus welchem das Wasser kommt. Und hier zum Beispiel, es ist interessant, aber das ist der Henkel entstanden, den würde ich auch machen. Hier einfach zusammenziehen, hier ein bisschen dicker und so hat sogar der Krug der Henkel gekriegt. Wenn man wollte, könnte man einen zweiten machen, aber ich wollte das nicht. Und diese Linie, ein paar Linien, könnte man weiter nach unten ziehen und dann ist dann sogar ein Muster. Aber mehr würde ich nicht machen. Und jetzt mache ich so, dass das aus Inneren raus Wasser fließt. Dafür nehme ich nur wieder nur Farbe. Und Halbkreis, da muss der so halbkreis drehen, von innen hier Halbkreis und hier so wie eine Spirale, so auch mit Spitze, dünn anfangen, bisschen drücken und dann loslassen. Und dann noch eine und eventuell hier noch eine und da wollte ich noch eine kleine machen. So. Und in diesem Fall würde ich meine Unterschrift hier hinsetzen. Und hier gibt es auch noch ein paar Linien, dann würde ich hier noch ein paar Muster schaffen. Aber wie gesagt, ihr werdet sehen, je nachdem, wie eure Farbe fließt, wie ihr das noch vervollständigt. Ja? Weniger ist mehr, rechtzeitig aufhören. Wenn ihr mit euren Zeichnungen zufrieden seid, dann Unterschrift setzen. Wenn ihr mit Pinsel noch nicht so ganz dünne Sachen malen könnt, könnt ihr auch einen Permanentmarker nehmen, ganz dünnen. Oder einen Signierstift, gibt es sowas auch. So, jetzt sollten wir das Bild trocken lassen und wenn es trocknet, dann werden wir das mit Farbe das Ganze anmalen. So, wir haben das Bild trocken lassen und jetzt ist das sicher schon trocken. Ihr könnt das mit der Hand leicht drüber gehen und gucken, ob das alles wirklich trocken ist. Es ist wichtig, weil wenn die Farbe, auch wenn Acrylfarbe nicht komplett trocken ist, dann könnte sie sich mit Aquarellfarbe verwischen und dann haben wir so schmutzige Farbnuancen. Das wollen wir nicht. Sternzeichen Wassermann gehört zu dem Luftzeichen. Die Luft ist meistens so, wird mit blauer Farbe gemalt. Deswegen habe ich für mich auch, so für uns oder für mich, drei Farben ausgesucht. Ihr könntet das natürlich mit anderen Farben ausmalen. Aber bei mir ist das wichtig, dass das jeder Element so bestimmte Farben hat. Und die Luftzeichen sind bei mir blau. So können wir sehen, wie die Farbe sich entfaltet praktisch, je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird die Farbe. Und am Anfang ist die Farbe dunkel, hier haben wir Kobaltblau. Das ist jetzt hier die andere Farbe, die viel leuchtender ist, das ist Ultramarinblau. Und auch wenn wir das mit Wasser verbinden und je mehr Wasser wir nehmen, desto heller es wird. Aber wenn wir weniger Wasser nehmen, dann ist die Farbe richtig schön leuchtend. Das ist, ich liebe Ultramarinblau bei Aquarellmalerei. Und dann haben wir die dunkelste blaue Farbe, die ich jetzt ausgesucht habe. Das ist die Phthaloblau. Und das ist auch so, wie ihr seht, wenn wir mehr Wasser nehmen, dann wird die Farbe heller, heller, heller. Und bei der Phthaloblau ist das wirklich so, wenn wir ganz wenig Wasser nehmen, dann ist das richtig
eine sehr schöne, dunklere Farbe. So könnt ihr sehen, hell, dunkler, dunkler. Für die Aquarellmalerei ist das wichtig, weil wir immer von hell zu dunkel gehen. Wenn wir gleich zu dunkel etwas machen, dann können wir das leider nicht übermalen, weil in Aquarell benutzen wir nur Farben und keine weiße Farbe. Weiß wird Papier sozusagen, als weiße Farbe wird Papier genutzt. Wie ihr seht, die weiße Papier wird von unten leuchten und so reden wir über die richtige Aquarellmalerei ohne Verwendung von weißer Farbe. Deswegen von hell zu dunkel. Und dann würde ich sagen, ihr könnt das so ausmalen, wie ihr wollt. Man könnte nur so kleine Fächer zum Beispiel ausmalen, so nur kleine Teile zuerst. Oder man kann auch so sagen, okay, ich wollte, dass diese Farbe so ein bisschen da reingeht, aber heller. Damit es heller wird, nehme ich Wasser und ziehe einfach ein bisschen Farbe rüber. Und wie ihr seht, wenn unsere Konturen schon getrocknet sind, passiert es nicht. Aber wenn wir nicht sozusagen eine Farbe nehmen, die zum Beispiel schwarze Aquarellfarbe und dann rübergehen, dann wird das alles zusammenfließen, dann ist das meistens sehr ärgerlich. So, unten im unteren Bereich von dieser Schale, das ist so ein Wassermann, dann fließt das Wasser aus der Schale, dann setze ich dann ein bisschen so Schatten an, damit es auch so ein bisschen realistischer aussieht, Licht von oben. Und dann nehme ich nur Wasser und ich würde jetzt dieses Farbton so von da so ein bisschen rausziehen und dann in Richtung Wasser führen. Dann hat man so von dunkel zu hell ganz schöne Farbübergang. Der sich so ein bisschen ändert. Je weiter ich gehe, desto heller es wird. Und dann mit Wasser kann ich das auch nochmal aufhellen. Und hier dann rüberziehen. Und dann mache ich nochmal mit Ultramarinblau hier so ein bisschen Farbe. Und ich zeige euch auch, das ist auch ein schöner Effekt, das ist hier, mache ich jetzt so und hier einfach so ein bisschen nass und dann nehme ich da ein bisschen Farbe und wie ihr seht, die Farbe fließt so ein bisschen rein und das ist bei Aquarellmalerei immer ganz schöne Effekte, wenn die Farbe von alleine wo fließt, dann entstehen auch tolle Effekte, die man in keiner anderen Technik so erreichen könnte, wie bei Aquarellmalerei. Ich würde hier das alles weiß lassen, aber Henkel und hier so die Schatten von diesem Gefäß auch nochmal mit Ultramarinblau betonen. Und dann auch vielleicht ohne Wasserzugabe einfach so hell lassen. So wie es ist. Und der Henkel nur so ein bisschen eindeuten, ein bisschen Farbe und dann die Farbe heller verlaufen lassen. Hier. Bei der Ausmalen müsst ihr gucken, wo wollt ihr die Farbe eintragen. Weniger ist mehr. Es sollte nicht alles so vermalt werden. Es ist schön, wenn wir bei Aquarell manche Stellen in weiß lassen. So ist jetzt mein Bild fertig. Und ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal, eure Albina.